In vielen Glaubenslehren ist die Rede von einer allumfassenden Matrix des Wissens, die uns permanent und immer umgibt. Das ist krass, Digga. Kein Einzelbewusstsein kann sich diesem Energiefeld entziehen, Bro. Wow. Wer weiß, was noch alles passiert, wenn dieser Polsprung noch weiter fortschreitet. So, auf einmal werden alle Menschen auf einmal bewusst und öffnen ihr drittes Auge, Digi. Sehen alles, checken alles. Wir sind alle miteinander verbunden. Und dann können diese Teufelsanbeter beim WEF nicht mehr das durchziehen, was sie gerade durchziehen. Erscheint es mir als ein omnipräsentes Kontinuum, eine unausgedehnte Gegenwart. Wenn an einem Punkt etwas geschieht, welches das kollektive Unbewusste berührt oder in Mitleidenschaft zieht, so ist es überall geschehen. Alles ist in Schwingung. Und alles ist eins. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Wie geht's euch? Nur Liebe geht raus vom Lovelock. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft. Und zwar werden wir uns jetzt ein Video reinziehen. Mal wieder die Akasha-Chronik in 10 Minuten erklärt. Ich habe von Akasha schon mal gehört, habe mich selber noch nie damit beschäftigt. Ich weiß nicht ganz genau, um was es hier geht, aber das Video war im Discord und darauf werden wir jetzt reagieren. Ich hoffe, ihr enjoyed. Ja? Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, abonniert den Kanal. Hier gibt es jeden Tag ein neues Video auf euren Nacken. Kommt gerne auch mal bei Twitch vorbei. Ihr seht oben im Chat, hier, da, da. Da ist Liebe, da sind Herzen. Also ihr seid hier willkommen. Wenn ihr auch Liebe und Herzen im Herzen habt. So, ich würde sagen, wir ziehen direkt durch, wir gehen rein. Hey Leute, in vielen Glaubenslehren ist die Rede von einer allumfassenden Matrix des Wissens, die uns permanent und immer umgibt. Je nach Auffassung hat diese Matrix unterschiedliche Namen bekommen. Einige dieser haben wir schon in vorherigen grenzwissenschaftlichen Videos erkundet. So zum Beispiel den Begriff des kollektiven Unbewussten. Wie das ist krass. Kollektives Unbewusstes. Matrix it out, meine lieben Freunde. Break out the Matrix. Dafür sind wir hier da auf dem Kanal, ja? Carl Gustav Jung geprägt wurde. Oder auch das morphogenetische Feld, wie es von Rupert Sheldrake propagiert wird. Morphogenetisches Feld. Hat der eine Professor Doktor nicht, auf den wir reagiert haben, auch davon geredet, wo er die Quantenmechanik erklärt hat, Quantenphysik? Bin gerade nicht sicher, aber das Wort morphogenetisches Feld habe ich schon mal gehört. Eine der bekannten Definitionen ist auch die sogenannte Akasha-Chronik, mit der wir uns heute beschäftigen werden. Je nach Definition dieser Matrix erhalten wir Einblicke in unterschiedliche Perspektiven und können schlussendlich ein breiteres Wissen erlangen, als wenn wir nur einer Begriffsdefinition folgen. Also starten wir direkt rein. Was ist die breites Wissen wichtig, Freunde, ja? Genau deswegen ziehen wir uns auch hier aus vielen verschiedenen Bereichen Videos rein, um unser Wissen zu steigern, um neue Denkanstöße zu bekommen, über neue Denkansätze nachzudenken von anderen Menschen. Ich finde das sehr, sehr spannend und das erweitert mein Bewusstsein auch und mein, ja, ich liebe das einfach, viel zu wissen und mich über viele Dinge unterhalten zu können. Deswegen liebe ich auch den Content, den wir hier aktuell machen und dass wir uns immer wieder was reinziehen, was neu ist, was interessant ist, was prägt einfach, ja. Und ich glaube, ihr merkt das auch, dass ich immer sehr begeistert bin auch bei den Sachen, die wir uns reinziehen. Ist einfach geil. Also ich habe da schon so meine Wave gefunden an der Stelle. Akasha-Chronik überhaupt. Es ist ein sogenanntes geistiges Weltengedächtnis, der auch Akasha-Stoff genannt wird, in dem ausgewählte Geistforscher die Ereignisse der fernen Vergangenheit lesen können. Sie erhalten Einblicke in das Gewesene, allerdings nicht in Form eines Films, sondern durch ein inneres, seelisches Erleben heraus. Also es ist quasi so, dass das Wissen auch der Geschichte, der Vorgeschichte, das Wissen von Menschen, die früher gelebt haben und so quasi gespeichert ist die ganze Zeit, also dass die Energie nie weggegangen ist, sondern dass es eigentlich hier in unserer Umgebung irgendwie gespeichert ist und wenn wir uns frei machen und in unser Bewusstsein reinkommen, können wir gewisses Wissen wieder in unseren Speicher aufnehmen und das dann wissen. Weißt du, wie ich meine? So, ich glaube auch daran, ich schwöre dir. Ich glaube auch so, jemand wie Nikola Tesla und so hat daran geglaubt. Du kannst dich connecten mit dem Universum und mit diesem, was du nicht sehen kannst und das wieder neu aufsaugen. Und deswegen glaube ich auch, wenn du an Orten bist, wie zum Beispiel ich jetzt hier in Tulum, wo die Mayas gelebt haben vorher, die meiner Meinung nach auch ein krasses Level an Wissen hatten in verschiedenen Bereichen, dass du diese Energie und dieses Wissen
an diesen Orten immer noch spürst, dass die das hinterlassen haben, weißt du? Aber dazu musst du halt frei sein. Dieses Weltengedächtnis. Free your mind. Es wurde, wie bereits angeführt, von verschiedensten Menschen definiert. So zum Beispiel auch von Paracelsus, Rudolf Steiner oder auch Nikola Tesla. Da haben wir ihn doch, den Bruder Nikola. Bester Mann. Auch in größeren Religionen, wie zum Beispiel der christlichen Tradition, finden wir das Weltgedächtnis als festen Bestandteil. In der Messfeier für Verstorbene aus dem Missale Curiale ist es zum Beispiel mit folgendem Wortlaut enthalten. Ein geschriebenes Buch wird vorgebracht werden, in dem alles enthalten ist, nachdem die Welt gerichtet werden soll. Auch im Alten und im Neuen Testament ist die Rede vom Buch des Lebens, in dem alle Namen aller Gerechten eingetragen sind. Unter all diesen verschiedenen Blickwinkeln gefällt mir persönlich die Definition von Rupert Sheldrake. Der Bruder, der den Kanal macht oder das Video gemacht hat, von der Stimme her auch, glaube ich, ein relativ junger Dude noch, gell? Am besten, der einen wissenschaftlichen Ansatz pflegt. Aus dem Grund habe ich ein ganzes Video über die sogenannten... Stocki sagt gerade, nimm uns bitte mit zu den Mayas, Bro. Bro, wir sind da, ich bin da. Hier. Wir sind da. Die haben hier gelebt. Hier, wo ich jetzt gerade bin. Hier auf diesem Boden. Ich schwör's dir. Du meinst an die Ruinen? Check dir auch mal gerne das Video ab. Ich habe da schon ein Video gemacht, wo wir an den Maya-Ruinen waren. Aber der ganze Ort war von, also Tulum war ein Ort der Mayas auch für eine Zeit. Weißt du, es war ein sehr wichtiger Ort sogar, weil die hier krasse Wasserreserven hatten und so und mit den Cenotes etc. Also die waren hier auf jeden Fall sehr krass verbreitet und es gibt auch immer noch, du siehst es auch an den Leuten, die hier, also Mexikaner, je nachdem an welchem Ort du bist, sehen auch immer verschieden aus. Die haben sich in anderen Orten mehr mit den Europäern gemischt und sind dadurch heller. Und haben teilweise helle Haare und solche Geschichten. Die hier, die Leute, die sind noch sehr, du siehst denen das auch an, in deren Gesicht und so, dass die noch sehr so aussehen, wie die Mayas früher aussahen und noch viel von dieser Kultur da ist eigentlich, weißt du? Viele sind natürlich auch leider kopfgefickt von der westlichen Welt, die hier halt auch in ganz Südamerika eigentlich Überhand genommen hat, so, aber es gibt wirklich noch so, du siehst denen richtig an, so Original Mayas. Morphogenetischen Felder erstellt, welches ihr euch in der Videobeschreibung anschauen könnt. Vibes. Nennen wir es nach Rupert Sheldrake das morphogenetische Feld. Je mehr einzelne Bewusstseinssphären sich in den Bann dieses morphogenetischen Feldes ziehen lassen, je größer wird es. Hat es eine bestimmte Intensität erreicht, gibt es eine Art qualitativen Quantensprung in der gesamten Gattung der entsprechenden Spezies und kein Einzelbewusstsein kann sich diesem Energiefeld entziehen. Das ist krass, Digga. Kein Einzelbewusstsein kann sich diesem Energiefeld entziehen, Bro. Das ist heftig. Du kannst nicht mal was dagegen tun. Du wirst automatisch da reingezogen. Wow. Wer weiß, was noch alles passiert, wenn dieser Polsprung noch weiter fortschreitet. So, auf einmal werden alle Menschen auf einmal bewusst und öffnen ihr drittes Auge, Digi. Sehen alles, checken alles. Wir sind alle miteinander verbunden. Und dann können diese Teufelsanbeter beim WEF nicht mehr das durchziehen, was sie gerade durchziehen. Kurz gesagt definiert er ein allumfassendes Netz, das sogenannte morphische bzw. morphogenetische Feld, welches als formbildendes Konstrukt vorherrscht und die Entwicklung von Biologie, Physik und Chemie beeinflusst. Auch unsere Gesellschaft und unser kollektives Bewusstsein bilden sich aus diesem Konstrukt heraus. Damit geht Rupert Sheldrake einen Schritt voraus, dieses allumfassende Netz wissenschaftlich zu beweisen, welches schon seit Jahrtausenden so von Mystikern angenommen wurde. Der Unterschied zu der Akasha-Chronik ist, dass hier gleichzeitig auch das Lesen der Akasha-Chronik eingebunden wird. Dies macht es zum Gegenstand der eher esoterischen Szene, denn viele Geistheiler und Coaches behaupten, aus der Akasha-Chronik lesen zu können. Diese Fähigkeit ist eng verwoben mit dem Begriff und sollte gegebenenfalls für sich stehend hinterfragt werden. Doch das Lesen krass. Akasha-Chronik soll zuverlässiger sein als nur das bloß. Da bin ich mir auch schon fast sicher, Dicker, wenn ich das schon so höre, dass da auch viele einfach ihr Geld mitmachen und so tun, als ob die das können, weißt du? So, und einfach das sagen so. Ich glaube aber, du spürst und merkst, ob jemand wirklich einen Zugang hat zu was Höherem oder nicht, weißt du? Das kann man Menschen ansehen, das kann man spüren. Hundertprozentig. Ich bin mir sicher, dass es halt auch sehr viele Leute gibt, die einfach nur Money damit machen und so. Aber ich bin mir auch sicher, dass es Leute gibt, die wirklich einen Zugang haben zu was Höherem, weil sie sich selbst freigemacht haben
und dann auch anderen Menschen helfen können, so weißt du? Betrachten der Geschichte auf Grundlage von Dokumenten und Artefakten. Das ist auch, warum man teilweise, wenn man in einem Raum kommt und sich Leute gestritten haben oder so, man diese Stimmung direkt spürt. Positive Stimmungen spürt man ja auch. Safe. Du kannst Vibes und Energie spüren. Hundertprozentig. Das ist auch dieses Phänomen, wenn du zum Beispiel an Orte gehst, wie zum Beispiel Auschwitz oder so, oder auch die Gulags von damals in Sibirien, da in diesem ganzen, in dieser ganzen Area und so. Du spürst dieses Leid noch, du spürst diesen Tod noch, das ist da hinterlassen, weißt du? Weil wir sind ja die ganze Zeit umgeben von einem Energiefeld. Das muss man sich halt auch vorstellen, auch wenn man es nicht sieht, man sieht es halt nicht. Und deswegen können viele Leute damit nichts anfangen, aber die Leute damals wussten das, glaube ich, auch, weißt du? Und genau so denke ich mir auch, dass auch Wissen gespeichert werden kann. Einfach in diesem Energiefeld. So. Also hört sich schon plausibel für mich persönlich an. Wenn wir uns die Schulbildung heutzutage anschauen, dann ist diese Aussage wohl richtig. Denn der Gewinner schreibt die Geschichte. Ob die Realität damals anders ausgesehen hat, lässt sich nur vermuten. Aber es gibt mehr als nur Bedenken an dem... Das ist halt traurig, dass es so ist, wie er es gerade sagt. So. Man weiß es halt nicht, wie die Geschichte wirklich aussah, weil wir von klein auf schon eine gewisse Geschichte reingedrückt bekommen, die wir annehmen müssen und als wahr ansehen müssen. Aber, Bro, ich bin mittlerweile da angekommen, dass ich sage, man muss definitiv alles hinterfragen. Auch die Geschichtsschreibung teilweise so. Da wurde nämlich viel Unfug getrieben von Leuten, die einfach das genutzt haben, um ihre Macht weiterzuerhalten. Weißt du? Zählen Narrativ. Hier ist es vermutlich wirklich klüger, sich seiner eigenen Intuition zu öffnen, sich an diese Akasha-Chronik anzubinden und durch Gefühle anstatt durch verfälschte Dokumente Wahrheiten zu finden. Das ist das halt so. Das ist auch das, wo viele Leute mich auch ausgelacht haben. So. Ich habe gefühlt damals bei Corona zum Beispiel, dass ich mich in dieses Treppenhaus da reingesetzt habe und das gesagt habe, was ich da gesagt habe, weil ich einfach gefühlt habe, dass hier irgendwas schief läuft. So. Und ich sage dir, jeder von uns hat ein göttliches Gefühl in sich und wir können die Wahrheit spüren. Aber das wird uns ja immer so krass ausgeredet. Nein, du kannst nicht immer nach deinen Gefühlen handeln und bla, du musst ja nach Fakten und wo ist deine Quelle und welches Buch hast du gelesen, was das sagt? Und hat auch Galileo und ZDF und ARD das genauso gesagt? Bro, ich fühle das im Herzen, was richtig ist und was nicht. So. Hier kommen wir schon zum nächsten Teil. Denn laut... Einmal fühle ich in den Chat, meine lieben Freunde, komm. Der Lehre besitzt jeder Mensch eine sogenannte Akasha-Energie, die es ermöglicht, in diesem riesigen Datenspeicher Informationen abzurufen. Das Wort Akasha kommt übrigens aus dem Sanskrit und bedeutet so viel wie Himmel oder Äther. Und genauso wie jeder von uns den Himmel betrachten kann, so können wir auch in der Akasha-Chronik lesen. Hier macht Carl Gustav Jung eine Unterscheidung, denn er definiert das kollektive Unbewusste als Grundstruktur des Menschen, die jedoch nicht bewusst erfahren werden kann. Laut seiner Lehre bilden sich aus diesem kollektiven Unbewussten wiederum Archetypen heraus, die unsere Psyche und unser Bewusstsein definieren, und nach diesen Prinzipien leben wir. Einigen Menschen ist es möglich, diese unbewussten Themen durch Integration der Schattenthemen zu bearbeiten, aber dennoch sind sie nicht erfahrbar. Jeder muss an dieser Stelle selbst für sich entscheiden, welcher Definition er folgen möchte. Doch in einem Punkt sind sich das kollektive Unbewusste und die Akasha-Chronik gleich. Denn auch Carl Gustav Jung sagte Folgendes: Soweit ich das Wesen des kollektiven Unbewussten erfasse, erscheint es mir als ein omnipräsentes Kontinuum, eine unausgedehnte Gegenwart. Wenn an einem Punkt etwas geschieht, welches das kollektive Unbewusste berührt oder in Mitleidenschaft zieht, so ist es überall geschehen. Geiles Video, oder Freunde? Somit bestätigt er die immerwährende Existenz des kollektiven Unbewussten und hinterfragt auch die lineare Zeitlinie. Viele moderne Wissenschaftler versuchten schon immer, dieses Einheitsfeld zu definieren, und die moderne Quantenphysik ist dieser großen Entdeckung näher als je zuvor. Alles ist in Schwingung und alles ist eins. So. Das kann man mal so stehen lassen, ganz kurz. Alles ist in Schwingung und alles ist eins, meine lieben Freunde. Ist so.
lautet die große Aussage der Quantenphysik. Eine weitere Entdeckung ist, dass der Beobachter die Realität beeinflusst. Etwas, das wohl auch durch das Lesen der Akasha-Chronik möglich sein soll. Während auch die Quanten... Der Boldi sagt, beruflich mache ich auch Tatortreinigungen. Wenn ich in einem Raum Räume komme, wo zum Beispiel ein Selbstmord stattgefunden hat, fühle ich, dass dieser Mensch noch da ist. Wenn ich fertig bin mit der Arbeit, ist er weg. Und dieser Mensch hat seinen Frieden. Krass, Digga. Was machst du beruflich, Bro? Danke für deinen Support erstmal. False of the Realness. Heftige Geschichte auf jeden Fall. Respekt dafür, dass du so einen Job machen kannst. Ich glaube, ich könnte mich nicht jeden Tag mit Tod und Leid und so umgeben. Weißt du, wie ich meine? Also ich kann nicht, gibt's nicht, aber würde ich nicht freiwillig machen. Respekt auf jeden Fall, Bro. Sieg diesen Umstand eher nüchtern betrachtet und erst die Quantenphilosophie einen Schritt weitergeht und die ersten Interpretationen aus diesen Erkenntnissen heraus produziert, ist es bei der Akasha-Chronik weitaus emotionaler formuliert. So sind die Anhänger der Meinung, dass die Akasha-Chronik eine in sich geschlossene Logik besitzt und die Harmonie anstrebt. Es gäbe universelle und kollektive Pläne, ebenso wie auch individuelle Pläne, der auch Seelenplan genannt werden kann. So ist ein Mensch als Individuum nicht losgelöst, sondern ein Teil des großen Ganzen und verfolgt einen Seelenplan im Einklang mit... Also das hört sich an nach meiner Philosophie, die ich schon länger lebe, aber ich habe von dieser Akasha-Chronik noch nicht... Also ich habe das noch nicht studiert, ich habe davon schon gehört, aber noch nicht studiert. Sollte ich mich, glaube ich, mal ein bisschen... Noch ein bisschen deeper in die Recherche reingehen an der Stelle. Universum. Viele Menschen halten diese Erkenntnis für träumerisch oder esoterisch, wobei das nicht unbedingt abwertend sein muss. So wie wir die Welt wahrnehmen, so wie sie sich... Viele Menschen sind halt auch in der Matrix drin, so, ne? Muss man auch ganz klar dazu sagen. Also die Mehrheit, viele Menschen, ist sowieso das, auf was man nicht hören sollte. Also ich bin mittlerweile so weit vom Mainstream weg, das kannst du dir nicht vorstellen, mein Jutster und meine Jutsten. Für uns zeigen, das ist einer der Grundsätze der Quantenphilosophie. Möglicherweise ist die Sicht, ob es nun eine höhere Logik und Harmonie gibt, auch nur eine Frage des persönlichen Schwingungszustands. So sagt Rudolf Steiner, der Gründer der Anthroposophie, dass ein Lesen der Akasha-Chronik nur in der höchsten Stufe der transzendenten Wahrnehmung möglich ist. Und das wiederum gelingt nur mit liebevoller Absicht, Respekt und Durchhaltevermögen. Das liebe ich. Menschen, die dieses Schwingungsniveau nicht erreicht haben, müssen entweder den geistigen Führern Glauben schenken, die Selbsterfahrung durch Fleiß erreichen oder sich mit der nüchternen Sichtweise von Carl Gustav Jung oder der grundlegenden Quantenphysik zufrieden geben. Robson mit 95 Spitzen nochmal hinterher. Leon, danke, dass du auf das Video reagiert hast. Es bedeutet mir sehr viel, dass du dir die Sachen im Discord auch anschaust. Das wird die Love Gang voranbringen. Es ist ein tolles Gefühl. Danke. Robson, ich küsse dein Herz. Nur Liebe, Bro. One Love, Bro. Mua. Dass es dieses allumfassende Netz gibt, ist für mich mittlerweile bestätigt, nicht nur durch Dutzende Autoren und Glaubensrichtungen, sondern durch erste Beweise aus der Physik, ebenso wie meiner Selbsterfahrung. Auch ein Einfluss auf das Feld halte ich für realistisch und erkläre es mir so, dass wir durch das Verändern der Informationen in unserem Unterbewusstsein auch eine veränderte Realität bedingen. Das ist im Grundsatz auch das, was mit dem Gesetz der Anziehung gemeint ist. Ob es auch einen übergeordneten Seelenplan für jeden Menschen da draußen gibt, gibt es. Gegenstand der Selbsterfahrung. Doch es ist eine schöne Weltsicht, die es uns ermöglicht, Wunder zu erleben. Schön, es ist real, Bro. Also ich sag dir ehrlich, ich weiß das, Digga, ich spür das, ich fühl das. Mein Herz sagt ja. Und in jeder Lebenssituation weiterhin handlungsfähig zu bleiben, weil wir an das Größere glauben. Egal, ob wir nun Akasha-Chronik dazu sagen oder Nullpunkt-Energie des Quantenvakuums nach Nikola Tesla, Orgonenergie nach Wilhelm Reich, Prana, Qi, Äther, Vril oder Bioplasma. All diese Definitionen zeigen, dass wir Energiewesen im Ozean der Energie sind und die Vermutung liegt nahe, dass wir diese Energie auch anzapfen können durch ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Hierbei muss jeder seinen eigenen Weg finden. Jetzt meine Frage an dich.
Glaubst du an eine allumfassende Energie? Ja. Und welchen Namen würdest du ihr geben? Kollektives Unbewusstsein ist schon ein geiler Name. Ich glaube, ich würde es einfach Gott nennen. Welche Definition hat dich bisher am meisten überzeugt? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bewerte das Video positiv und abonniere den Kanal für weitere grenzwissenschaftliche Videos. Bis zum nächsten Video und bleib vorsichtig. Bleib entspannt, mein Jutzer, ja? Geiler Typ, Digga. Feier ich. Gutes Video, meine lieben Freunde. Robson, du warst das, ne? Korrekt, Bro. I love you, man. Geiler Vorschlag. Gutes Video, Freunde. Was sagt ihr? Wie fandet ihr das Video? Robson, da hast du einen guten rausgehauen, Bro. Da hast du einen sehr starken rausgehauen. 10 von 10, sagt Amelia. Aber das war mal wieder ein sehr starker, Bro. Das war mal wieder ein sehr starkes Video. War sehr interessant. Sehr erkenntnisreich. Hab ich gefühlt. Hab ich gefeiert. Hab mich geprägt. Geil. Weiter so, meine lieben Freunde, ja. Genau solche Sachen ab in den Discord. Falls ihr noch nicht im Discord seid, Ausrufezeichen Discord in den Chat. Auf der linken Seite gibt es einen Kanal, der ist Videovorschläge. Da bitte eure Videos reinknallen. Dann läuft der Laden auch, ja.